vor Burak stehe, werden einige Zähne fehlen und das möchten wir natürlich nicht. Dann suchst du den? Ich suche den, Bruder. Und ich finde ihn. Hör auf, Bruder, guck mal. Aber wenn er nicht aufhören sollte und wenn ich ihn irgendwann mal erwischen sollte, Girl, dann das ist dein Ende. Das sind Kollegen von dem, ja. Wann, ne? Bruder, hör auf, Bruder. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Gazdi. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Video ist jetzt der zweite Teil vom letzten Video. Das ist am selben Tag gedreht worden. Hier habe ich beide Parteien nochmal geschnappt. Wollte schon mal rauskitzeln, was sie dazu sagen. Nach der Sache. Jeder hat seine Seite erklärt, jeder hat seine Sicht erklärt. Jeder hat gesagt, warum was passiert ist, was falsch war, was richtig war. Am Ende des Videos, ich weiß noch gerade nicht, am Ende des Videos könnte sein, dass die ganze Sache geklärt wird. Schaut euch das Video bis zum Schluss an. Falls euch das Video gefallen sollte, vergesst nicht zu liken, abonnieren und kommentieren. Boah. Leute, unglaublich, ja. Unglaublich, ohne Spaß. Ich komme gerade gar nicht drauf klar. Es ist jemand reingeplatzt. Man kann sich denken, wer, weil es ist jetzt kein übertriebener Zufall. So, das ist Sache ist, der war in der Stadt, ich hab vorher gedreht. Wo haben wir uns versteckt? Schon ein bisschen in der Ecke, so, ne? Genau, in der Ecke, ja. Ja, und der hat uns irgendwie gefunden, aber zum Glück, dir ist nichts passiert, ne? Genau, also, ja, dass ihr Bescheid wisst. Der hat echt nichts abbekommen, hoffe ich mal. Ich sag nichts dazu, ich halte mich bedeckt, weil ich mag Burak, ich mag die andere Partei, ich sag einfach nichts. Findest du, dass das gerechtfertigt ist von dem? So, findest du, aber also im Großen und Ganzen, wenn du neutral betrachtest, findest du das gerechtfertigt von dem? Weißt boah, du, gar nicht. Findest nein, du gar nicht? Der hat ja gesagt, du hast große Fresse gehabt, hattest du, du wolltest ihn hauen und so, dann kam, dann hast du ja nichts gemacht. Ja, aber weil er mit ganzer Zeit gesagt hat, deswegen hat es mich abgefallen. Aber du hast, guck mal, du hast ihn ja sozusagen heraus, guck mal, er ist ein Bruder von mir. Ganz genau. Ist ein, egal was passiert, ist ein Bruder von mir. So klar, du verstehst das nicht. Ich will das jetzt nicht gut reden, aber ich verstehe, was dein Hintergedanke ist. Wir haben auch privat geredet, der meinte, der fordert mich heraus, du stellst ihn im Internet bloß. So gibst du dem dann ich habe ihn nie im Leben im Internet bloßgestellt. Der hat mich auf ein YouTube-Video versucht bloßzustellen. Okay. Mit irgendwelchen Screenshots und so, hat mich mit einem Schwein als Dings nummert. Und das fand ich echt scheiße. Also ich hab wirklich das gemacht, weil ich Hass auf den hatte. Und das stimmt, ich habe ihn zum Kampf herausgefordert. Ich habe gesagt, komm und so. Weil ich dachte mir, der ist so ehrenlos. Also hast du ihn herausgefordert? Ganz genau, habe ich gemacht. Also guck mal, ich rede nichts gut. Gewalt ist nie eine Lösung, auf keinen Fall. Aber der Hintergedanke, warum ist so eine Situation entstanden? So, du hast ihn herausgefordert, der steht hinter seinem Fort. Du hast gesagt, du willst kämpfen, der wollte kämpfen, hast du gesehen. Klar, ich habe mich jetzt dazwischen gesetzt, weil ich habe mich verantwortlich gefühlt, sage ich dir ehrlich. Weil du warst mein Gast, jetzt wenn du gehst, ich bringe dich noch kurz zum Bahnhof. Danach, was du machst, ist deine Sache. Ich hoffe, du machst keine Ich leg dir das ans Herz. Ich bedanke mich auf jeden Fall von Gazi, der ist so ein Ehrenmann, hat sich verantwortlich gefühlt, wie gesagt, ist zwischen uns gegangen, hat uns geholfen. Genau, dafür danke ich. Ach ja, nichts zu danken. Ja, auf jeden Fall, Burak auch korrekt. So, ich habe jetzt Arfa gefunden, ich habe den angerufen. Ich fand es ein bisschen, was heißt Scheiße, ist was, er macht seine Sache. Ich fand es ein bisschen unkorrekt, dass der während mein Video so kam. Ja, wenn Leute meinen, die müssten so, was ist los, Muruk, was ist los? Also, weil er schon vor jemand. Auf jeden Fall, das Problem ist, wenn Leute natürlich meinen, irgendwie Ansagen zu machen, die wollen mich ab oder die wollen meine Freundin ab und so Sachen, Bruder, und meinen über irgendwelchen toten Eltern, irgendwelche Fake-Accounts auf Insta zu machen, Bruder, dann natürlich raste ich da aus. Der hat dich zum Kampf herausgefordert. Das ich stimmt, hab, ne? Ich hab ihn der meinte, der dich aber auch so mich, der war dabei. Da genau, hab ich ihn gefragt, so wenn du dabei bist, warum, wenn er vor dir ist, der hat Angst. Ja. Und ich hab euch da zurückgehalten. Und warum macht er dann cool, wenn er überhaupt Angst vor dir hat? Weißt du, ich meine, hab ich ihn Bruder, gefragt. Bruder, ich verstehe nicht. Ich verstehe das selber nicht, Bruder. Wenn er doch zu mir sagt, komm, eins gegen eins, so nach dem Motto, ich meine, komm, warte ab und so. Wenn ich das stimmt, ehrlich. Schau dir auf die Fresse und so. Dann im Tisch nehme ich dann diese Kampfansage natürlich gerne an, Bruder, und gehe dann natürlich drauf. Ich bin Ansage gemacht, ich gesagt, dazu, wir machen das alles legal. Du und ich, wir steigen in einen Ring, wir kämpfen im Ring, wir machen Verträge so und so, damit keiner uns gegenseitig anzeigt. Hast du ihm das angeboten? So. Ich habe das angeboten. Der hat gesagt, nein, der will unbedingt auf Zeit, will er kämpfen. Und ich sage, ja, okay, komm, dann kämpfen wir auf Zeit. Ja, wenn du Screenshots oder so, send ihr mir, Bruder, ich blende dir ein. Ja, sag mal so, guck mal, ich bin kein Befürworter von Gewalt, auf keinen Fall das, was eben passiert. Ich habe auch eben mit ihm privat gesprochen, das ist eine Sache zwischen uns. Das fand ich also so, dass das eigentlich nicht in Ordnung ist, so. Aber ich sag euch ehrlich, wenn der jetzt sagt, der will kämpfen, so, der stand sein Mann, so, oder nicht. Das denke ich jetzt mal. Ja, so, natürlich nicht, der ist auch weggerannt. Ja, der nicht, du standst dein Mann, okay. So, finde ich trotzdem jetzt nicht okay, aber ich verstehe, warum du es getan hast. Vielleicht würde ich an seiner Stelle auch so handeln, weiß ich nicht. Ganz kurz noch, Bruder, für die Leute. Du weißt, also ich hatte wirklich keine Ahnung davon, dass du kommst und so, du hast mir aufgelauert. Erklär das den Leuten auch mal bitte, weil das ist ein bisschen komisch, ne? Bruder, meine Faust tut nicht weh, Allah. Willst du mal erzählen, was da ein bisschen passiert ist? Nix, Bruder. Ich bin hingegangen, ich hab ihm seine 2-3 Bomben gegeben, Bruder, die er verdient hat in die Zähne. Wie hast du uns gefunden? Nix, Bruder. Ich bin hier gelaufen, meine Jungs, die haben mich angerufen, die haben mir gesagt, ey, da ist dieser YouTuber so, der trägt gerade mit dieser Drama-Queen. Dann hab ich gesagt, sag mir wo. Dann hat er mir gesagt, wo, ich bin hingegangen, ich hab den gesehen. War auch so, erst hab ich will nicht seinen Namen erwähnen, aber den kennt man. Ich hab den direkt gesehen, dass der Kollege kam, direkt, ich wusste. Gut. Auf jeden Fall, ich verlange von ihm, dass er sich öffentlich entschuldigen tut. Weil er wollte auch Frieden, ja? Ist mir
Ich will, dass er sich öffentlich entschuldigt und sagt, es tut mir leid, dass ich zu deiner Freundin gesagt habe, ich werde sie abschieben. Ich will, dass er sich öffentlich auch entschuldigt und sagt, es tut mir leid, dass ich gesagt habe, dass ich abschieben will. Mhm. Wenn er das gesagt hat, ist dieses Thema Burak für mich erledigt. Ja, ja, ganz kurz, ging es dir nur um das Thema mit Omar? Ich bin dir die ganzen Namen ohne Ende, aber... Erwähn den ruhig, ja, ist kein Problem. Der ist ein, ich sag mal so, falls ihr das noch nicht wisst, das ist der, der irgendwie Stress mit dem hatte. Der ist da durch ein Gefängnis, U-Haft sitzt, der ist ja in U-Haft. So, klar, im Endeffekt wurde eine Straftat begangen, aber die ist auch nur, die wurde auch nur getan, weil, was da passiert, Burak hat irgendwie provoziert und der Junge ist dann handgreiflich geworden, oder wie? Genau. Ja, Burak wurde praktisch als erstes handgreiflich und, Ach, Burak wurde sogar als erstes handgreiflich? Wurde als erstes handgreiflich. Und der Junge ist zu Unrecht gerade in U-Haft, ne, dann? Genau. Nein. Ja. Boah, Miskin, Bruder. Das ist die Sache halt, man kennt nie alle Seiten. Man sieht dann nur hier so eine Schläger, das ist scheiße gerade, ja, der Arme, Wallah. Gott soll seiner Familie auf jeden Fall helfen, Bruder. Kann man der Familie irgendwie helfen? Ja, ich werde zu der Familie gehen und Kontakt mit den, also mit der Mutter habe ich schon Kontakt aufgenommen. Ja. Ich werde jetzt noch Kontakt mit den Anwälten aufnehmen. Astana. Und sämtliche Chatverläufe, Videos, Aufnahmen und so den Anwalt weiterreichen, damit es dann vor Gericht gezeigt wird. Ah ja, genau, guck mal, Bruder, was ich vorschlagen könnte. Du willst, dass das Frieden wird. Ich könnte, wenn du willst, Burak schreiben. Du hast ja gesagt, der soll sich entschuldigen bei dir und deiner Freundin, ne? Und dann am besten die auch aus dem Weg gehen. Weil Burak, genau, wollte eigentlich auch Frieden. Weil ich bin ehrlich, ne? Du bist ein Bruder von mir. Ich will nicht, dass du streitest mit anderen Schülern, nicht, dass Burak hier Schläge kriegt. Und ich blende das auch hier im Video ein. Öffentlich wird dann entschuldigt. Ich werde ihm sagen, dass er das und das sagen soll. Dass der weiß auch, warum es geht. Dann blende ich das im Video ein. Genau. Und dann ist das dann aber auch gegessen, oder? Genau. Wenn der das auch wirklich macht. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob der das machen wird. Das ist gerade alles, genau, spontan. Genau. Okay, Bruder, ich werde das in die Wege leiten. Ich hoffe, das passiert dann auch. Also, willst du noch irgendwas sagen, Bruder? Ich glaube, dann ist das Thema auch beendet komplett. Ja. Ja? Ich grüße meinen Autolackierer, dieser Hure, schon seit 3 Monaten warten lässt, Allah, Wallah. Das ist ja der klassische Arfa. Ihr habt jetzt beide Seiten gehört. Jeder hat seinen Grund für eine Aktion. Du kannst nicht so oft sagen, Gewalt ist nie eine Lösung, aber es gibt immer einen Grund, warum man es anwendet. Es geht da ab. Die Sache ist, wird jetzt wahrscheinlich... Ich kann um 2 Euro schlagen, Alter. Die Sache wird jetzt inshallah gegessen sein. Ich hoffe, das wird jetzt geklärt. Ich versuche jetzt... Laber keinen Scheiß. Boah. Ey, sind Kinder! Falls das geklärt wird, kommt jetzt noch eine Aufnahme mit der Sprachmemo, wo Bruder sich entschuldigt. Dann hast du die Sache gegessen. Falls nicht, dann wird es leider weitergehen. Ich hoffe aber nicht. Hello, hello, hier ist Queen Drama. Ich muss ganz ehrlich sein, Leute, es war alles nur wegen mir. Ich hätte hören müssen, weißt du, ich meine. Der wollte ja eigentlich nur mir Ärger ersparen oder Allgemeines. Habe ich ja halt auch danach gemeint, dass ich euch a**en wollen würde, dies, das und so. Dafür tut es mir wirklich leid. Ich weiß, das ist echt eine scheiße Aktion von mir gewesen. The Notorious Leute, das war's mit dem Video. Ihr habt gesehen, jeder hat seinen Senf dazu abgegeben. Falls euch das Video gefallen hat, falls ihr mehr sowas sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst ein Like da, ein Abo. Und mir fällt gerade ein, PlayStation 5 Gewinnspiel, habe ich nicht erwähnt, PlayStation 5 Gewinnspiel läuft immer noch. Einzige Voraussetzung, einfach nur Abonnent hier sein auf YouTube, auf Instagram und bei Arfa Abonnent sein auf Instagram und auf YouTube. Das war's. Natürlich könnt ihr eure Gewinnchance erhöhen, indem ihr kommentiert, liked. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal.